Vor 3 Monaten fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker, geboren in New York, in den USA. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich. Sie ist letzte Woche in der Klinik aufgetaucht. Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr gut. Sind Sie sicher, Olga Jefimova? Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Hallo? Mein Name ist Kirk, Kate Walker. Kirk vom Stamm der Yukol. Erinnerst du dich an die Yukol? Wo sind wir? Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Da war ein schrecklicher Blizzard mit Eis und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin, in der Stadt Valsembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Es ist eine lange Reise. Und eine sehr bedeutsame Reise. Vor 1 Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Du sagst ja gar nichts. Du siehst schwer verletzt aus. Das tut mir so leid, Kirk. Danke für deine Besorgnis, Kate Walker. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Valsembor gebeten, mir ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. Warum bist du an diesem Bett festgebunden? Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Anscheinend dauert es sehr lange, mein künstliches Bein anzufertigen. Und in der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten mit der Herde auf mich, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Wenn ich fragen darf, dein Bein, wie genau ist das passiert? Soldaten haben die Route bombardiert, auf der sich unsere Karawane bewegte. Völlig grundlos, nur um uns zu erschrecken und uns zur Umkehr zu zwingen. Ich war etwas zu nahe an der Explosion. Ein Felsstück. Das war... Du meinst, die Regierung hat das mit Absicht gemacht? Aber warum? Sie denken, dass der Zug der Schneestraußen nicht in die heutige Welt passt. Und dass mein Stamm ein für alle Mal sesshaft werden sollte. Aber das werden wir nie tun, Kate Walker. Das würde bedeuten, die Geister zu missachten. Und die Yukol fürchten die Geister weit mehr als die Soldaten. Warum unternehmen die Yukol diese Reise? Mein Volk lebt in Symbiose mit den großen Schneestraußen, Kate Walker. Ihre Wolle schützt uns vor der Kälte, ihre Ausscheidungen düngen unsere Felder und ihr Fleisch ernährt uns. Sie sind auch unsere Reit- und Lasttiere. Also müssen wir ihnen überall hin folgen. Sie ziehen wegen des Wetters weiter? Nein, Kate Walker. Sie begeben sich zur Fortpflanzung in die Heiligen Lande. Dieses Ereignis findet nur ein paar Mal in einem Jahrhundert statt. Nur wenige Yukol können sich rühmen, in ihrem Leben mehr als 3 dieser Züge mitgemacht zu haben. Die Yukol, die ich kenne, sprechen meine Sprache nicht so gut wie du. Ich bin beeindruckt. Manchmal kamen Missionare und Händler durch unser Dorf. Sie haben mich unterrichtet. Ich lerne sehr schnell, Kate Walker.
Das ist wichtig, wenn ich mein Volk führen soll. Ich will nicht unhöflich sein, Kirk, aber bist du nicht etwas jung dafür? Die Geister achten nicht auf das Alter, wenn sie einen Häuptling für die U-Call auswählen. Und die Geister sind sehr weise. Sie machen keine Fehler, wenn sie denjenigen erwählen, der unser Volk auf die heilige Reise führen soll. Also, Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Hallo, ist jemand da? Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Nichts. Sie funktioniert nicht, Kirk. Neulich habe ich gesehen, wie das Personal sie benutzt hat. Sieh dir den Mechanismus an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Diese Zeichnung zeigt, wie man die Ruftaste aktiviert. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nicht an den internen Mechanismus rankomme. Durchsuch das Zimmer. Ich bin sicher, du findest etwas, mit dem du ihn öffnen kannst. Ich bin sicher, dass ich die Schraube mit der Spitze des Messers aus der Glocke drehen kann. Jedenfalls besser als nichts. Das sollte klappen. Versuch jetzt, die Ruftaste zu reparieren. Alles, was mir von meinem lieben Oscar geblieben ist. Alles, was mir von meinem lieben Oscar geblieben ist.
Gut. Mal sehen, ob ich den Mechanismus reparieren kann. Wenn du nicht sicher bist, könnte die Zeichnung von vorhin vielleicht weiterhelfen. Endlich. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Aufseher finden. Gut gemacht, Kate Walker. Ich ruhe mich etwas aus. Kommen Sie doch nochmal vorbei, um sich zu verabschieden, wenn Sie gehen. Halt deinen Kopf unter das eiskalte Wasser im Brunnen, Nikita. Das hilft gegen deine verdammten Kopfschmerzen. Wow. Na dann? Hast du mit Dr. Olga oder Dr. Mangoling darüber gesprochen? Nein. Denn vielleicht sind sie diejenigen, die mir im Schlaf die verdammten Nägel in den Kopf stecken. Dem anderen durch die Nasenlöcher. Genau wie ich es dir gesagt habe. Nein, das stimmt nicht. Das Einzige, was die Ärzte wollen, ist, dass wir gesund werden.